Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Yay, sind wir nicht gesegnet? Oh, uns ist immer, immer jetzt der ganze Himmel angeboten. Immer die gesamte Fülle, die gesamte Perfektion Gottes. Ich hatte gerade so ein schönes Bild von einem riesigen Tablett, auf dem alles steht. Und mir angeboten wird, mir angeboten ist. Und ich kann es immer mit den Augen Christi sehen. Und ich kann es immer auch sehen als Objekte, eine bestimmte Form. Und es ist immer meine Entscheidung, was ich sehen will. Es ist wie so immer, ich kann immer das daraus machen, was ich daraus machen will. Und die Erinnerung ist auch, ich habe genau das Leben, was ich führen will. Als Angebot, als Möglichkeit, als Variante. Und ich kann es in jedem Moment wandeln lassen, wenn es mir nicht gefällt. Ist das nicht eine gute Nachricht? Und so in meiner Erfahrung haben sich in den letzten Tagen so viele Dinge so aufgelöst, weil der Heilige Geist mich daran erinnert hat, okay, es gibt hier nicht schwach und stark. Als duale Idee. Es gibt hier nicht einer ist machtvoller als der andere. Es gibt nicht Kleinheit und Größe. Ja, das gibt es alles hier in der Welt, aber wenn ich mich als das sehe, als das Gott uns hier schuf, als das, was Gott mich schuf, dann gibt es nur Gleichwertigkeit und die Wertigkeit, die da drin steckt, ist einfach total in Gott, ist sie total. Sind wir vollständig, sind wir voller Licht und so geliebt, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und wenn ich bereit bin, das anzunehmen, dass ich ein Kind Gottes bin, und mir bereits alles gegeben ist, dann lösen sich so diese Ideen auf von, hier ist jemand besser oder schlechter, hier ist jemand weiter oder weniger weit, hier müsste jemand noch irgendwas tun oder verbessern, perfektionieren. Dann ist es einfach nur die Begegnung in diesem Augenblick. In vollständiger, in vollkommener Heiligkeit mit meinem Bruder. Und darin ist jedes Problem aufgelöst, jede Idee von Konflikt aufgelöst. Weil die Idee von aus meinem Geist kommt, weil Ideen ihre Quelle nicht verlassen. Und das bedeutet, ich hatte diese Idee, dass hier Trennung möglich wäre, dass hier Angst möglich wäre, dass es hier irgendwas geben könnte, was nicht perfekt ist.
Und ich nehme ja immer nur einen Konflikt oder ein Problem oder was als unvollständig wahr, wenn ich glaube, hier läuft was schief. Und wie gut, dass es nicht so ist. Und wenn ich mich daran erinnere, dass hier alles perfekt läuft, dass der Plan schon geschrieben ist, bleibt nur noch die Frage, mit welchen Augen will ich sehen? Mit wessen Augen will ich darauf schauen? Sehe ich dieses glitzernde Etwas vor mir als Geschenk? Oder denke ich, ich müsste es noch putzen? Ich müsste noch was damit machen, um es vollständig zu nutzen. Ich meine, das sind ja gerade so diese ganzen Ideen, die wir hier so in der Welt angeboten bekommen. Von noch der Kurs und noch diesen Workshop und noch jenes. Und ja, manchmal mag das total hilfreich sein. Aber all das mit dem Heiligen Geist zu entscheiden und nicht mehr alleine. Weil auch das eine Ablenkung sein könnte, von wirklich tiefer zu gehen und alle Antworten und alle Lösungen und alles, was mir angeboten ist, hier zu nutzen in der Kommunikation mit dem Heiligen Geist. Ja, wir haben ja das Thema, ist Ablenkung unwiderstehlich diesen Monat. Und ich finde das ein großartiges Thema, weil unser Ego damit echt tricky ist. Und man sagt, nein, nein, du kannst das doch noch besser machen und du kannst noch jenes machen und du solltest noch und du müsstest noch. Und vor ein paar Tagen schrieb mir eine Freundin, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Es scheint alles wegzufallen. Danke für dein Teilen. Du weißt, dass ich dich meine. Schön, dass du da warst. Ich hatte dich echt gerade im Geist. Und ich kenne diese Idee so gut und echt danke für diese Erinnerung. Manchmal da zu sitzen, alles fällt scheinbar hier weg. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich müsste dies und jenes. Ich hatte doch irgendwie so ein gutes Ideenkonzept, wie es hier läuft und was die nächsten Schritte wären. Und plötzlich weiß ich gar nichts mehr, weil ich keinen konkreten Impuls habe, irgendwas zu tun. Und das macht echt erstmal Angst oder es kann erstmal total Angst machen, weil ich mich scheinbar auflöse. Und ich meine, das ist ja so die größte Angst vom Ego. Dass es sich auflöst. Oder dass wir uns auflösen, wenn ich mich damit noch identifiziere. Habe ich die Idee, ich löse mich auf. Ich bin plötzlich verschwunden, ich bin nicht mehr wichtig, ich keine Ahnung was. Und genau da innezuhalten, genau an diesem Punkt innezuhalten, und echt zurückzukehren zu meinem Schöpfer in meinem Geist, mit meiner Aufmerksamkeit.
Hey Silvia, schön, dass du da bist aus der Schweiz. Schön, dass du da bist, egal woher. Und genau an diesem Platz ist so viel. Es scheinen so viele Lösungen im Angebot zu sein, von ja, ich könnte ja jetzt das machen oder ich könnte ja jetzt jenes machen. Und es gibt mir dann scheinbar wieder so eine Sicherheit oder so ein Beschäftigtsein im Tun. Ich muss gerade dieses Gefühl nicht fühlen, was hier auftaucht. Und ich meine, wie großartig, wenn sich alles auflöst. Jede Idee von, was ich hier bin, was mein Plan war, was ich dachte zu sein oder zu tun. Was meine Funktion hier ist, meine Aufgabe. Wie mein Leben sein sollte. Ja, worum geht's? Worum geht's hier eigentlich? Diese Frage taucht dann auf. Was hat das dann hier alles für einen Sinn, für einen Nutzen? Ich weiß nicht. Und an dieser Stelle innezuhalten. Und dich von Jesus an die Hand nehmen zu lassen. Mit ihm in diese dunkle Ecke zu schauen. Zu fühlen, was da ist und was gefühlt werden will. Was auch immer auftaucht. Genau das ist es jetzt, was es braucht, damit zu sein. Es geht nicht so sehr darum, zu wissen, was uns hier angeboten wird, wie ich damit umgehe oder was ich damit mache vielmehr, was hier gerade in meinem Leben auftaucht für eine Situation.
sondern es geht darum, mit wem ich da hinschaue. Und es scheint manchmal so ein minimaler Unterschied zu sein. Und trotzdem ist die Auswirkung ist die Auswirkung das, woran ich es erkennen werde? Und geht es darum, wie ich das ja, wie ich auf diese Situation schauen will? Wofür ich mich entscheide? Es ist einfach immer wieder. Wofür entscheide ich mich? Und um mal das Thema Langeweile zu nehmen, für einen Moment anzuschauen, genauer hinzugucken. Es ist ja zum einen eine Definition, dass ich sage, mir ist langweilig. Ich weiß gerade nichts mit mir anzufangen oder mit der Situation. Und einfach nur zu bemerken, ah, okay, ich habe es gerade definiert als Langeweile. So, das ist das eine. Und dann, wie will ich darauf schauen? Mit wem will ich darauf schauen? Will ich was mit der Langeweile machen? Will ich sie tendenziell, wollen wir sie weghaben? Oder sage ich, oh wow, ein neuer Raum hier. Und bin ich bereit, mir zeigen zu lassen, dass dieser Raum bereits gefüllt ist, auch wenn ich ihn für einen Moment als Langeweile wahrgenommen habe oder als Nichtwissen. Bin ich bereit, den Heiligen Geist diesen Raum nutzen zu lassen? In mir umdeuten zu lassen? Und ihn für einen Augenblick so sein zu lassen, wie er ist. Und mich zu erinnern. Ich bin ein heiliger Sohn Gottes. Okay, ich erinnere mich, mir ist alles gegeben. Ich kann es jetzt gerade nicht sehen, nicht wahrnehmen. Was mache ich damit? Ich lasse ihn sein.
Ich lasse diesen Raum ganz so sein, wie er ist. Und ich lasse mich so sein, wie ich bin. Für einen Augenblick. Und dann wird er mich umhauen. Und zwar umhauen. Ja, vielleicht werde ich gerade durchgeschleudert wie in einer Waschmaschine. Oder es fühlt sich zumindest so an. Aber ich werde letztendlich umgehauen von dem ganzen Licht des Himmels. Das ist gerade so das Bild, das hier auftaucht. Und das macht ja einfach manchmal Angst und das ist in Ordnung. Auch da wieder diese Idee von, ich könnte das nicht aushalten. Nicht wissen, Langeweile, was auch immer es sein mag, diese Intensität des Gefühls, was gerade in mir aufsteigt, was auch immer es sein mag. Und mich zu erinnern, ich bin niemals allein. Ich gehe hier niemals allein. Jesus streckt mir die ganze Zeit die Hand entgegen. Also denke ich noch, ich müsste hier was alleine tun, was allein bewältigen. Das ist ja so häufig das, was wir hier in der Welt so lernen. Jeder ist separat, jeder hat seinen Körper. Jeder müsste erstmal auf sich selbst schauen. Und ja, das ist ein interessanter Aspekt. Und gleichzeitig nehme ich ja immer alle mit. Ich erlöse immer die ganze Welt mit mir. Und das ist meine Funktion. Mir zu vergeben, dass ich dachte, ich hätte hier was falsch gemacht. Ich bin noch nicht gut genug. Ich müsste hier noch diesen
Berg erklimmen und den Gipfel erreichen. Ich müsste doch was Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Ich müsste doch wissen, worum es geht. Jetzt habe ich den Kurs schon so lange gemacht. Ich müsste doch wissen, wie es geht. Und nein, wir müssen es nicht wissen. Wir müssen, sollten, könnten. Alles loslassen. Weil nur dann, wenn ich bereit bin, für einen Augenblick all das gehen zu lassen, in Betracht ziehe, dass ich das alles nicht bin, dass das Gedanken sind, die mir nichts nutzen für einen Augenblick, für einen Moment. Dann nehme ich einfach alle Schleier hier weg. Meine Vergebung ist ja nichts anderes, ne? Diesen Schleier lüften zu lassen. Aber das braucht meine Bereitschaft in diesem Moment. So, und dann nimmt der Heilige Geist das sanft weg. Es ist niemals ein Überrumpeln. Der Heilige Geist macht hier ja nichts, was wir nicht wollen. Und gleichzeitig ist Transformation die Änderung meiner Wahrnehmung, geschieht ja immer sanft. Und das ist ja das, was wir häufig nicht verstehen, nicht denken, nicht glauben wollen. Weil wir so sehr davon ausgehen, wie die Welt funktioniert, wie ich die Welt hier erfahren habe. Ja, da geht's ruppig zu, ja. Aber nicht im Heiligen Geist. Nicht in dem, was ich bin.
Ja, will ich Gott oder das Ego wählen? Und das klingt schon so abgedroschen, ne? Manchmal klingt das schon so abgedroschen und das Ego will das vor allem überhaupt nicht hören. Vorhin aufgeschlagen, Kapitel 11. Gott oder das Ego, die Gaben der Vaterschaft. Erstes Unterkapitel. Seite 194. Du hast gelernt, dass du Heilung brauchst. Okay, soweit sind wir schon mal. Wie gut. Möchtest du der Sohnschaft irgendetwas anderes bringen, wenn du dein Bedürfnis nach Heilung für dich selbst begreifst? Oh wow, okay. Es geht einfach immer nur um Heilung. Und erstmal muss ich es für mich annehmen, natürlich. Weil was gibt es anderes hier? Ich bin einfach immer wieder auf mich selbst zurückgeworfen. Denn darin liegt der Anfang der Rückkehr zur Erkenntnis. Das Fundament, auf dem Gott helfen wird, das Denksystem neu aufzubauen, das du mit ihm teilst. Nicht einen Stein wirst du darauf legen, der nicht von ihm gesegnet wird. Denn du wirst die heilige Wohnstätte seines Sohnes wiederherstellen, wo sein Sohn nach seinem Willen sein soll und wo er ist. In welchem Teil des Geistes von Gottes Sohn du auch immer diese Wirklichkeit wiederherstellst, du stellst sie für dich wieder her. Du weilst mit deinem Bruder im Geiste Gottes, denn Gott selbst wollte nicht allein sein. Wie schön dieser Satz, ne? Nicht einen Stein wirst du darauf legen, der nicht von ihm gesegnet wird. Sogar dann, wenn ich es nicht wahrnehme. Sogar dann, wenn ich es nicht erkenne. So, von daher geht es ja wie immer nur um mich. Weil es einfach mein Segen braucht, zu erkennen, dass ich, was ich bin, meine Erkenntnis oder die Erkenntnis, die mir gegeben ist, anzunehmen. Alleinsein heißt von der Unendlichkeit getrennt sein. Aber wie kann das sein, wenn die Unendlichkeit kein Ende hat? Ich meine, es ist so ein Totschlagargument vom Ego, ne? Ich bin alleine. Niemand versteht mich. Niemand ist da, der mir hilft. Und wenn ich sterbe, wird sowieso niemand interessieren. So, kennt ihr diese Gedanken? Es ist einfach. Ich bin auf Seite 194. Die Gaben der Vaterschaft. Unter Kapitel 1, Absatz 2. Niemand kann jenseits des Grenzenlosen sein, weil das, was keine Grenzen hat, überall sein muss.
In Gott, dessen Universum er selbst ist, gibt es keine Anfänge und keine Enden. Kannst du dich selbst vom Universum ausschließen oder von Gott, der das Universum ist? Ich und mein Vater sind mit dir eins, denn du bist ein Teil von uns. Glaubst du wirklich, dass ein Teil von Gott fehlen oder für ihn verloren sein kann? Wärst du nicht Teil von Gott, wäre sein Wille nicht geeint. Ist dies vorstellbar? Also okay, wow, da steckt so viel drin, ne? Also okay, erstmal, ich bin Teil von Gott. Bin ich wirklich bereit, das anzunehmen, dass das wahr ist? Manchmal gar nicht so leicht. Es scheint manchmal nicht so leicht. Aber es ist das Leichteste überhaupt, ich wollte schon sagen, in der Welt. Nein. Es ist das Einfachste, weil es unser natürlicher Zustand ist. Und dann in einem zweiten Schritt sozusagen zu erkennen, dass ich keinen anderen Willen als Gottes Willen habe. Alter Schwede. Das dachte ich hier die ganze Zeit irgendwie, ich habe die ganze Zeit irgendwas gemacht, um mich getrennt zu halten. Um zu beweisen, dass ich irgendwie vielleicht besser als Gott bin, besser als die anderen. Keine Ahnung was. In welcher Form. Kann ein Teil seines Geistes nichts enthalten? Und das ist ja genau das. Ich mache hier irgendwas, aber das sind ja alles Illusionen. Das ist ja alles nichts. Okay, kann nicht wahr sein. Stimmt nicht. Auch wenn ich daran geglaubt habe. Es gibt keinen Teil in mir, wo ich Leere wahrnehme, in dem Gott nicht ist. Revolutionär, oder? Und jetzt kommt's, wenn dein Platz in seinem Geist durch niemand anderen als dich ausgefüllt werden kann, und wenn deine Schöpfung darin bestand, dass du diesen Platz ausfülltest, dann wäre ohne dich ein leerer Platz in Gottes Geist. Halleluja. Wir meinen, wir können uns gar nicht vorstellen, wie wichtig wir sind. Aber ich meine, ich kann mir manchmal nicht vorstellen, wie wichtig ich bin. Und es geht noch weiter. Ausdehnung lässt sich nicht blockieren und hat keine Lücken. Sie setzt sich auf ewig fort, wie sehr sie auch verleugnet wird. Deine Verleugnung ihrer Wirklichkeit mag sie in der Zeit aufhalten, nicht aber in der Ewigkeit. Genau, weil ich kann glauben, dass ich hier abgegrenzt bin, getrennt bin, in diesem Körper hier. Genau. Festhänge. Und dann muss ich mit einer anderen Katze kämpfen, weil ich mich verteidigen muss.
Oder denke, ich müsste mich verteidigen. Dann kämpfe ich. Ich denke, ich müsste hier irgendwas verteidigen. Mein Platz, mein Körper, mein Besitz, mein Denksystem. Aber Ausdehnung geschieht die ganze Zeit. Und die Frage ist nur, nehme ich das wahr? Bin ich bereit, das wahrzunehmen? Oder will ich noch recht haben und hier in meiner Schleife festhängen, in meiner Wahrnehmung? Ich bin ja schon erlöst. Wir sind ja schon erlöst. Und das ist ja einfach schon mal eine echt gute Nachricht. Genau, bin ich bereit, da einzutreten? Bin ich bereit, meinen Platz in mir, in meinem Geist wieder einzunehmen, den ich ja nie verlassen habe, aber wenn ich glaube, dass ich ihn verlassen habe, dann braucht es wie diesen Schritt in mir. Also okay, wenn ich glaube, ich bin, mir ist langweilig, das war ja ein anderer Aspekt. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Okay, berichtige du das in meinem Geist. Weil Ausdehnung die ganze Zeit geschieht. Weil ich die ganze Zeit am richtigen Platz bin. Und das ist ja genau der Punkt. Ich kann mir das sagen und ich kann den Kurs lesen. Und es braucht aber diese Bereitschaft, das zu erfahren. Also braucht es erstmal die Erinnerung und dann den Glauben für einen Moment und dann die Erfahrung, die ich ja nicht machen kann. Deswegen braucht es ja irgendwie immer wieder diese Hingabe, die Geduld. Okay, zeig du es mir. Ich kann es alleine nicht. Ich habe es schon oft genug versucht. Deshalb haben deine Schöpfungen nicht aufgehört, ausgedehnt zu werden. Und deshalb wartet so vieles auf deine Rückkehr. Warten ist nur in der Zeit möglich. Aber die Zeit hat keine Bedeutung. Du, der du die Verzögerung gemacht hast, kannst die Zeit einfach dadurch hinter dir lassen, dass du begreifst, dass weder Anfänge noch Enden vom Ewigen erschaffen wurden, der seiner Schöpfung oder denen, die wie er erschaffen, keine Grenzen auferlegte. Du erkennst das einfach deshalb nicht, weil du versucht hast, das, was er schuf, zu begrenzen und deshalb glaubst, alle Schöpfung sei begrenzt. Wie könntest du also deine Schöpfungen erkennen, da du doch die Unendlichkeit verleugnet hast? Ah.
weil es immer alles absolut ist. Ich glaube an was und das hat ja immer Auswirkungen auf alles hier. An das, was ich glaube, das sehe ich hier. Ohne Ausnahme. Deswegen brauchen wir diese Geistesschulung. Deshalb ist ja Vergebung meine Funktion. Die Gesetze des Universums gestatten keinen Widerspruch. Was für Gott gilt, gilt auch für dich. Wenn du abwesend von Gott zu sein glaubst, dann glaubst du auch, er sei von dir abwesend. Weil genau so unser Denksystem funktioniert. Wie der Same kann nur in einem Boden aufgehen, wenn der Boden glaubt, er ist fruchtbar. Also, ne, ich kann nur da was sehen, wo Fruchtbarkeit da ist. Also, wenn ich offen bin für diesen Samen, wie auch immer ich den definiere, ne? Dann kann er eine Auswirkung haben. Aber wenn ich daran nicht glaube, und das ist sowohl wie im Guten als auch im Schlechten, ne, in Anführungszeichen, also zum Beispiel im Moment irgendwie sind ja gerade wieder viele krank, weil scheinbar irgendwie Wetterumschwung und kalt und keine Ahnung. So, wenn ich daran glaube, dass mich hier irgendwelche Bakterien, Viren erwischen könnten, weil jemand mich umarmt, der gerade eine Erkältung hat oder einfach mir nur zu nahe kommt oder einfach nur mal ein banales Beispiel. So, aber das ist ja, wie es funktioniert. Und alles, was ich hier sehe, einfach als Information zu nehmen und nicht dafür zu nutzen, mich damit zu hauen, weil ich bemerke, dass ich hier noch was glaube, was vielleicht nicht so hilfreich ist. Aber ja, wir werden es an den Auswirkungen, an den Früchten erkennen, woran wir glauben. Und es ist eher wie so ein Abenteuer zu sehen, ah, okay, hier bin ich noch da unterwegs und hier glaube ich noch das und nicht, scheiße, jetzt habe ich ja schon wieder einen Fehler gemacht. Gott braucht glückliche Schüler. Das ist so wichtig. Echt Freude zu haben, hier was Neues zu lernen. Bei mir tauchte das vor ein paar Tagen so wunderbar auf, wo ich dachte, ich gemerkt habe, oh Mann, ey, ich habe immer noch so dieses Thema Nähe, Distanz mit den Beduinen, die ja einfach irgendwie, ne, so null gewohnt sind, irgendwie eigentlich einen hier zu umarmen, ne, so besonders Frauen, das ist ja irgendwie echt so. Und gleichzeitig, ja, okay, ich komme aus Europa, jeder sieht das ja, jeder weiß das, jeder kennt mich. Wie gehe ich damit um? Und plötzlich kommt jemand und umarmt mich. Und dann denke ich so, scheiße, muss ich jetzt wieder meine Grenzen irgendwie hier klar machen. Aber worum geht's da drin? Und
Ich könnte das jetzt irgendwie ewig ausführen, aber brauche ich gar nicht. Es ist einfach nur, um nochmal so deutlich zu machen, ich habe dann so gemerkt, okay, ja, da gibt es noch so Missverständnisse in mir, Irritation, wie soll ich damit umgehen? So eine Frage, ne? Ich immer wieder merke, oh, keine Ahnung. Und dann tauchte plötzlich einfach nur eine totale Freude in mir auf von, ja, ich will das lernen, wie das gut geht. Und dafür muss ich das nicht wissen. Ich muss mir kein Konzept zurechtlegen. Also ja, manchmal hilft es vielleicht, wie so meine innere Ausrichtung klarer zu haben und damit mit Jesus mich zu verbinden. Sei okay, dann zeig mir, wie das geht. Aber ich kann und muss das ja gar nicht wissen. Und diese Freude da drin ist aber total hilfreich. Weil ich nur dann wirklich bereit bin, es zu lernen. So, und dann fallen scheinbar erstmal alle Situationen weg. Also seitdem war es da drin irgendwie total ruhig und es gab aber keine, auch irgendwie nichts zu tun oder keine Situation dementsprechend und trotzdem einfach da drin damit zu sein, okay, es wird, zu vertrauen, es wird berichtigt. Oder es ist schon berichtigt. Ich meine, es braucht ja keine Zeit. Berichtigung braucht ja keine Zeit. Wow, es ist schon Zeit. Genau, die Gesetze des Universums gestatten keinen Widerspruch. Was für Gott gilt, gilt auch für dich. Die Unendlichkeit ist ohne dich bedeutungslos und du bist ohne Gott bedeutungslos. Und es meint nicht, du bist bedeutungslos, es meint, du bist bedeutungslos ohne Gott. Alles, was du tust ohne Gott, ist nur eine Illusion. Aber es ist nicht, es hat keine Wirklichkeit. Ja, ich meine, ja, Dankbarkeit hilft immer. Dankbarkeit ist wie der Generator für Liebe, mich wieder wie sagt man? Einzuleveln, einzunorden, zu schauen, genau, wofür bin ich dankbar, hilft mir immer wieder zurück in die Liebe. Auf diesen Weg der Liebe mich auszurichten. Gott hat dir einen Platz in seinem Geist gegeben, der ewig dein ist. Ja, ich könnte ewig weiterleben. Ja, dann geht es immer nur um die Ausdehnung. Also alles, was mir gegeben ist, echt mit meinen Brüdern zu teilen.
kann diesen Platz, den Gott mir gab, nur dann behalten, wenn du ihn gibst, wenn ich ihn gebe, so wie er dir gegeben wurde. Und auch das ist ja nur ein Geisteszustand. Also, wenn ich denke, bin ich an diesem Platz? Gehe ich mit Gott? Und dann ist das der natürlichste Zustand darin, ist das auszudehnen und meinen Brüdern zu geben, mich da drin zu verschenken. Weil ich nichts nur für mich selber habe. Und da ist der Flow, da beginnt es ja immer wieder zu fließen, wenn ich daran denke, okay, ich mache hier echt nichts für mich. Weil ich nicht alleine bin. Weil ich nicht getrennt von dir bin. Und manchmal hilft es ja. Ich merke, okay, dieses Problem hier mir anzuschauen, hilft ja immer allen. Manchmal scheint da die Motivation größer zu sein, es wirklich dahin zu schauen. Ja. Ja, danke für dein Lauschen. Danke für dein Hiersein und mit mir dahin zu schauen, es anzuschauen, dem ehrlich zu begegnen, mir selbst ehrlich zu begegnen. Lasst uns echt sanft mit uns selbst sein da dran. Weil Gott einfach will, nur will, dass wir glücklich sind. Alle anderen Ideen haben wir gemacht. So vielfältig sie auch scheinen. Ja, danke.